Geht das doch easy, oder? Ja gut, das sind keine Flügel, aber das ist ein Boost. So, jetzt Augen offen halten für Secrets. Bestimmt gibt es hier doch eins. Boah, nicht dein Ernst, ey. Hier muss es ein Secret geben. Mindestens eins. Komm schon. Nicht ein einziges Secret. Nicht ein einziges Secret gefunden. Vielleicht? Nein. Okay. Okay, das war's dann. Ich höre irgendwo eine Seele. Ich habe hier garantiert irgendwo eine Seele gehört. Oder auch nicht. Nochmal ein Overall-Blick, ob man da irgendwas übersehen hat. Ich glaube nicht. Verstehe nicht, wer das sein soll, Alter. Zack. Frau kommt immer näher, ey. Yeah. Normale Pathos. Bam. Bam, bam, bam. Habt ihr das gesehen, Jungs? Zack, die Rebellion ist natürlich immer noch die schnellste Waffe. Nein! Jungs, Alter, ihr übertreibt jetzt auch ein bisschen. Boah, ich habe ihm gerade in die Fresse gehauen. Zack. Der ist auch tot. Na klar, jetzt lässt uns hier natürlich wieder frei, ne? Aber ich will noch das Secret irgendwie frei bekommen. Ich weiß allerdings nicht, wie wir das frei bekommen sollen.
Kann man da drauf? Das ist ja aber ein episches Secret, ey. Nee, leider nicht. Und wenn man hier rauf kann, dann und dann auch noch da drauf kann, dann kann man doch bestimmt auch... Ja, oder? Jawohl! Ey, ganz ruhig. Nice. Kriegt man auch die zweite Soul. Nice one. Dann hätten wir hier mal alles geschafft, außer die Tür aufzukriegen. Die müssen wir noch aufkriegen. Stimmt. Habe ich ja voll vergessen. Sollte allerdings ein leichtes sein, die Tür wieder aufzukriegen. Ja klar, easy going. Bitte? Ich habe den Key doch bekommen. What the fuck? Ey. Was? Ich habe den Key doch bekommen. Vielleicht Items? Nein. Ja, toll, Alter. Ich habe einen falschen Key. Useless. Totally useless. Mir soll's noch eine Soul. Über mir oder unter mir, ich weiß es nicht. Ach da. Oder? Ja. So, jetzt haben wir die Souls. Und den Key? Gab's den Key hier irgendwo? Da. Vielleicht können wir ja was upgraden. Nein, uns fehlt noch was zum Upgrade. Finde ich aber scheiße, dass man die Keys jetzt hier nicht bekommt. Stattdessen habe ich so ein useless Bronze Key oder sowas bekommen. So, jetzt sind wir wieder raus außer Limbo. Außer Limbus. The world's most powerful investment bank. And who runs it? CEO, Kyle Ryder. A human vessel. The physical manifestation of Mundus, the Demon King. Through debt, he controls everything. To Mundus, the world is a factory farm for human souls. And he likes to keep his animals monitored and docile. The monitoring is done by the Raptor News Corporation. A global network of CCTV cameras, satellites and spies. The way he keeps us docile is a little more insidious. What is it? It's in your hand. Planet Earth's most popular soft drink, Virility. The demons have spiked it. It's okay. It has no effect on us, only humans. It's phlebotomy in a can. So what's the plan? That's the Hellgate, a conduit from which Mundus draws his power. While he's connected to the Hellgate, he's immortal. But we get him away from the Hellgate, and our swords will do the rest. So, how do we do that? We get his attention. Mundus is petty. He's impulsive. If we hit him where it hurts, let his anger rule him, I believe we can draw him out. Okay, so, to kill Mundus, we need to drag him away from the Hellgate. We do that by pissing him off. Roughly speaking, yes. And we piss him off by taking out the Raptor News Network and Virility. That's it. Nice. Easy going, oder? Which one do you want to do first? So, diese Mission ging aber schnell. Style-Punkte, Double-S-Rang, wie wir es von mir gewohnt sind. Time, D-Rang, das ist sogar noch schlechter als beim letzten Mal. Completion, 80% S-Rang, das ist mal wieder was Neues. Items used, Tode, alles null. Wir haben den A-Rang bekommen. Anarchat. Alles klar, dann bedanke ich mich hiermit mal wieder, dass ihr dabei wart. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Wenn es dann mal wieder heißt, Let's Play DMC Devil May Cry. Abonnieren, favorisieren.
Daumen hoch und so nicht vergessen, wenn es euch das Video gefallen hat und so weiter und so fort. Bis dann, tschüss.